Hey Leute, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Die Nacht ist hereingebrochen. Unser Bacon und Egg ist fertig. Das ist ja geil. Brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Weil wir noch Fleisch mit haben. Können wir uns mal wieder eins bunkern. So, habe ich alles am Start, was ich mitnehmen wollte. Da, ich hoffe mal. Ah, nee, boah. Das hier dauert noch so lange. Dann werden erst die Pflastersteine gemacht. Das ist ja crazy shit. Ach so, warte mal. So, hier war noch ein bisschen was am Einbrutzeln. Dann brutzeln wir doch gleich wieder noch ein bisschen Blei ein. Komm, hier mal 30 Minuten brutzeln. Dann gehen wir. Ah, da müssten natürlich. Ja, da sind wieder Sleeper drinne. Ist egal. Die machen wir jetzt in der Nacht fertig. Also hoffen wir mal, dass wir nicht wieder down gehen. Aber naja, wir sind hier nicht im Wüstengebiet. Also es müsste eigentlich sicher sein. Ich nehme lieber die AK. Könnt noch mal was futtern, bitte kein Durchfall. Ah, kein Durchfall, nicht den Magen verstimmt. Da ist schon einer. Was ist das für dich? Aber ist es möglich, dass die hier durch das Fernglas deutlich mehr Schaden macht? Ah, kommen die nächsten. Ah, nee, der muss irgendwo unten sein. In den guten Metallpiken. Alter, ist sie noch an? Die ist tatsächlich noch an. Euch Idiot, ey. Dadurch sind natürlich die ganzen Batterien leer. In einer geladenen Batteriebank können sie wieder aufgeladen werden. Hä? Oh Gott, das ist mir irgendwie zu heiß, ey. Ich nehme lieber die AK. Die ist tot. Hier müssten eigentlich zwei sein. Oder gar keiner. Alles noch leer, ne? Dann müssten wir hier die Sleeper haben. Verstehe ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig. In einer geladenen Batteriebank können sie wieder aufgeladen werden. Wie lade ich die?
Wenn ich das wüsste. Das ist irgendwie, ganz komisch. Tja, ich nehme mir lieber mit. Es ist auch so, wenn man die einmal hier angebracht hat, kann man die auch nicht mehr abmachen, ne? Scheiße, das muss ich unbedingt rausfinden, wie das geht. Damit ich hier nicht überrascht werde, gehe ich hier mal hier nach oben. So, gucken wir mal hier, ob es hier nicht irgendwas gibt. Nee, warte mal. Da. Batteriebank, da. Eine extern betriebene und eingeschaltete Batteriebank lädt ihre Batterien wieder auf. Aha. Tja, wenn ich jetzt genauso wüsste, was sie damit meinen, aber ich hole mir mal meine eine Batteriebank, die ich noch habe. So, wo haben wir die denn reingepackt? Hier hinten, ne? Nee. Ach nee, hier war sie. So, warte mal. Eine extern betriebene. Ich baller die mal hier hin. Ja, dann lassen wir die mal laufen. Wäre gespannt, ob die sich dann wieder aufladen. Das müsste das doch sein, oder nicht? Ja, zu sehen ist hier auf jeden Fall nichts. Oder aber man muss da muss ich mal glotzen. Genau, so ein Generator. Vielleicht lädt der die ja auf. 13 und 18, das haben wir natürlich alles nicht da.
Da hier an den Balken tut sich auf jeden Fall nichts. Tja. Das hier erstmal kurz ablegen. Tja. So, die dürfen wir ja auch bauen. Wieder 11 elektrische Teile und 6 Kunststoff, das habe ich nicht. Leider nur 8. Ey, der glotzt sich doch hier mal in meinem Haus. Ob ich nicht irgendwelche Lampen finde. Ich glaube, ich habe das zwar hier schon mal gemacht, aber, ne? Vielleicht finden wir ja noch was. Lass mich runter hier. Das wundert mich auch, dass das Vogelnest immer noch nicht wieder voll ist. Ja gut, den habe ich relativ spät gelootet, den Safe. Ey Mann, hier müssen doch irgendwo ein paar Lampen sein. Alles schon abmontiert hier, oder was? Da gibt's nichts, eh? Jetzt kommt schon die Mauer, oder? Nee, einen können wir noch. Tja, hier gibt's nichts. Scheiße. Der ist auch nichts. Wie sehen Sie nichts. Ja, dann glotze ich da drüben mal im Haus, ob ich da was finde. Da zum Beispiel ist eine. Da ist noch eine. Kommen wir da so ran? Sehr gut. Das waren schon mal 5. Ja, nochmal 2. Dann gibt es ja hier bestimmt überall Lampen, oder? Ey, nicht hauen, auseinandernehmen. Hier vielleicht noch eine drin. Schade. Da ist leider auch keine. Gut, die hier.
Kann ich das auch auseinandernehmen? Oh, tatsächlich. Und gibt auch Electrical Parts. Wie sieht's hier mit der Heizung aus? Da kannst du drauf hauen. Ja, da haben wir eigentlich erstmal genug, oder? Ja, wir haben ja jetzt schon 14, das reicht. Der ist auch der nächste Tag. So, jetzt können wir zum einen überprüfen, ob das hier überhaupt irgendwas gebracht hat. Nee, das bringt gar nichts. Ja, dann geht's weiter mit dem Probieren. Achso, wir brauchen ja noch das Eisen und die Mechanicals. Mist. Mechanicals brauche ich nicht. Kunststoff brauche ich. Da rein. So, nächster Test. Okay, dauert fast 2 Minuten, bis sie fertig ist. Das kann erstmal doch wieder weg. Das kann auch weg. Wollen wir mal packen, da oben hin. Oh, Zement noch. Aha. Tja, immer noch 1 Minute. Da ja, gehen wir hier noch ein bisschen looten. Ist denn hier wieder voll? Nee, ist alles noch leer. Ach komm, wir warten hier, bis die Batterie fertig, Bank fertig ist, um das erstmal zu testen. Ist sie gleich fertig. So. Ich hoffe mal, wir haben jetzt hier unsere Ressourcen nicht verschwendet und dass das so geht. So, dann müssen wir sie, denke ich mal, wenn das denn so funktionieren sollte, müssen wir sie verkabeln. So, jetzt machen wir die mal an. Aha. Benötigt eine Stromquelle. Ja, ich habe hier eine Batterie, aber. Tja, ob die so großartig was laden kann? Tja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Die wird ja auch nicht lange durchhalten. Die hat gerade mal hier 1 und ist nur noch halb voll.
kann 29 Watt ausgeben. Ja, würde ich mal sagen, das lassen wir erstmal laufen. Ganz ehrlich, ich gehe danach noch. Ich werde jetzt erstmal alles ein bisschen checken da drüben in der Zombie-Falle. Dann gehe noch ein bisschen looten und dann nehmen wir unser Bike mit. So, dann sichten wir hier doch mal. So, wie sieht's hier mit den Fansposts aus? Der nervt hier eigentlich immer nur. Mach dich mal weg, du Baum. Also hier vorne ist anscheinend noch alles da. Ja, bis zu der Seite auch noch alles gut. Alles noch verkabelt. Hier, uch. Da ist doch bestimmt was drin. Keins lieber. So, dann geht die Kabellage hier lang. Es ist auch alles noch gut. Da fehlt dir nur einer. Hier. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht, dass wir nur einen nachbauen müssen. Und dann genau, diese Piken müssen wir natürlich auch noch auf den Weg bringen. Weil die ja sehr lange dauern. Oh, Alter, hier ist jede Menge kaputt. Ist das Stein oder Holz? Das ist jetzt Stein und Holz. Da setzen wir noch mal ein paar Blöcke rein. Was? Wieso darf ich da nicht? Da ist irgendein Rahmen oder so, ne? Nee, da ist noch ein Stück von dem Stein. Genau. Da. Das hätten wir auch weg. Knapp daneben ist auch vorbei. Haben sie gut zerstört hier. Da fehlt ein Block. Ja, bestimmt diese ganzen Bullen, die explodiert sind beim letzten Mal.
Aha, genau. Die Munition müssen wir auch noch machen. Yes, super. Eigentlich zu schade, dass man die hier nicht reparieren darf. Da wird nichts kaputt sein, denke ich mal, weil sie hier wohl nicht großartig reingegangen sind. No, aber hier vielleicht. Wir haben so auf jeden Fall einen Gang gebaut. Zombies. Da verstecken wir das hier alles mal ein bisschen. Da wohl Zement für. Ach so, nee, wenn ich die noch weiter upgraden will, brauche ich Zement. Oh, da komme ich nicht ran, das muss ich von innen machen. Alles zerstört hier. Ja, hier haben sie sich auch durch. Eieiei. Auch durchgeschlagen. Überall noch ganz gut aus. Da würde ich sagen, machen wir hier schon mal wieder zu. Zehn haben wir noch. So, gibt es eigentlich auch Treppen? Ja, ne? War sicher. Komm, dann machen wir die hier gleich weg. Ja, ich glaube, müssten wir so langsam so fast alles haben, was so repariert werden musste.
So, und hier brauche ich das dann auf jeden Fall auch mit diesen Gittern. So. So, und ganz ehrlich, also den hacke ich raus. Und macht da auch Gitter rein. Aber nur hier, dann können sie hier schon mal, können sie ja eigentlich die Mauer ein bisschen kaputt kloppen, wenn die Zombies denn möchten. Aber hier sind sie ja beim letzten Mal durchgekommen. So, da kommen wir auf jeden Fall immer noch chillig raus. Ich hier überall noch rankomme, mache ich das noch klar. Ah ja, hier haben sie sich auch durchgekloppt. Das heißt für mich, dass ich auf jeden Fall hier diese Ecken, da mache ich mehr Mauer hin. Damit die sich hier nicht mehr durchkloppen. Die sollen schön hier den Weg gehen, ne? Den ich denen hier vorgebe. So, da sind die Blöcke. Ah, 100, nee, wir machen erstmal 40. So, und dann gucken wir uns kurz die Batterien noch an. Ey, Zombie. Ich brauche XP. Oh ja. Skill auch. Ach, Mist. Ja, jetzt hier ist Werkzeug. Da tut sich gar nichts. Also, das ist ein bisschen blöd erklärt, finde ich. Also, wie steht das hier nochmal? Eine extern betriebene und eingeschaltete Batteriebank lädt ihre Batterien wieder auf. Blick ich irgendwie nicht so richtig. Wenn ich die jetzt hier reinpacke, lädt dann die hier auf oder was? Auch wenn ich es eigentlich immer nicht gerne mache, vielleicht muss ich da ja mal googeln, weil ich finde in den Survival Games immer am liebsten alles selber heraus.
Aber da komme ich ja im Moment noch nicht weiter. Und das ist aber das Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.